Hallo, guten Morgen. Ich habe mich gestern nicht mehr melden können, weil einfach so viel passiert ist. Und wir gehen jetzt zum Arzt. Gender Reveal. Weil wir jetzt endlich erfahren, was es wird. Ich hoffe halt, dass ein Junge wird, aber bin ein bisschen, wie heißt es, nervös. Ich glaube nämlich, dass es ein Mädchen ist. Natürlich werden wir uns auch freuen, aber es ist halt wirklich ein Riesenwunsch von uns, dass es ein Junge wird, weil der Junior ist so wild und so lebendig. Da wäre ein Mädchen nicht so, gell? Aber natürlich, wenn es wird, dann akzeptieren wir es so, wie es ist. Ja, wir sind jetzt unterwegs. Zeig mal, Junior. Schatzi. Sagst du Hallo? Ja, gestern war ein stressiger Tag, denn ich habe gestern die Windeln von Junior vergessen im Buchladen. Und ich habe ja, wie gesagt, auch meinen ersten Klient jetzt. Ich habe sie getroffen und das passt alles. Und wenn es so gut läuft, dann wird sie mich noch weiterempfehlen, weil es sind noch andere Mitarbeiter bei ihr im Studio und die würden sich gerne auch hier Social Media aufbauen. Und da bin ich halt die Richtige, hat sie gesagt. Und sie würde sich halt freuen, wenn ich das für sie machen würde. Ja, manchmal bin ich verwirrt, wohin ich schauen soll, weil die Kamera ist irgendwie da, aber ich schaue auf dem Bildschirm, da schauen meine Augen irgendwie komisch aus. Gehen wir so, oder? Okay, da war gerade Scheiße am Boden. Das ist der Alex. Das haben wir neu gekauft übrigens, das Oberteil. Und auch das Unterteil und die Schuhe. Die Patschen. Gell, Schatz? Ja, weil du meine Nike-Letten verloren hast. Ich hab sicher nicht verloren. Jetzt ein bisschen zu spät, 15 Minuten. Wegen dir. Na, Spaß. Nee, wir sind ein bisschen spät aufgestanden, sagen wir so. Wir waren irgendwie müde. Und warten. Alex ist die ganze Zeit gerannt. Geht, Junior. Ein Schuh ist weg. Gut. So, wir sind jetzt fertig beim Arzt und ja, was sagst du, Schatz? Sie konnten uns jetzt nicht genau sagen, was es wird, weil das Baby hat sich nicht so gedreht, wie es sein sollte. Und der Arzt hat irgendwie gesagt, zu 99% ist es halt ein Mädchen. Aber er wird uns das noch Bescheid geben, weil er ist sich jetzt nicht sicher, weil das Baby eben sich falsch gedreht hat. Aber es hat nach einer Schamlippe ausgeschaut, also ich glaube schon, dass es ein Mädchen ist. Hey, wir sind, glaube ich, alt genug, dass wir darüber sprechen können. Jo. Ja, genau. Was sagst du, Schatz? Also ich habe mir schon einen Jungen gewünscht, aber wenn es ein Mädchen ist, ist auch okay. Also muss man eh so nehmen, wie es ist. Und ja. So, das gehört die zwei vom Bauch und die Frau. Alex, ein bisschen blöd. Er schläft gerade. Hab ihm sowas genommen, soll Laugenbett sein. Und Alex sieht da Eis aus. Und ich mag Kinderpinguine.
das hat Maxi immer gegessen. Batman? Ja. Kinder? Hallo Leute, also wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich bin ein bisschen müde. Kann man glaube ich erkennen. Es ist schon ziemlich spät, ich glaube es ist 11 Uhr. Ich habe Junior früh ins Bett gebracht, um 18 Uhr. Und jetzt warte ich auf Alex, denn er hat mir was mitgenommen. Und ja, ich habe so viel erledigt, einfach, dass ich jetzt gar nicht viel mehr konnte. Wie ihr seht, liege ich nur rum, weil ich einfach eine Pause einlege. Ich habe jetzt auch für meinen Klienten eine Portfolio erstellen müssen und ja, bin mit den Gedanken halt ganz woanders. Konnte auch nicht viel posten heute und ich werde mich einfach morgen melden. Guten Morgen, und ich meine hier schon mal, wie ich Videos schneide. Das ist etwas, was ich so ungern mache, und deswegen, ja. Ich brauche also keine Bestätigung vorzunehmen. So. Ich bin jetzt fertig, weil wir gehen dann raus. Ich muss es wieder erledigen. Also, wir müssen, es ist nochmal einkaufen, das sind die Wäsche. Da wird dann die Tage, die Putzfrau kommen und das halt falten und alles und ein bisschen putzen und dann holen wir Alex ab von der Arbeit und ja, also das ist eigentlich genug für mich, denn ich habe ja auch Junior mit und einkaufen ist ja auch anstrengend, vor allem mit Kleinkind. Ja, ich mache mich jetzt fertig, schmink mich schnell und dann geht's los. Ich bin im Park mit Junior und Alex, die spielen gerade, so schaut es hier aus, das ist so ein Unipark. Und da ist die Kirche. Und ja, sitzen hier auf dem Gras. Junior, schauen! Ja, die zwei Albern. Junior! Boah, sein Leiberl ist voll dreckig, Schatz. Du mit deinen dreckigen Fingern, hä? Sein ganzer Rücken ist voll dreckig. Ich hab keine dreckigen Finger. Ja, von vorhin, von Eis, schau mal. Seine Finger sind dreckig. Ja, genau, kann ich auch sagen. Geht? Ja. Er ist übrigens fein runtergefallen. Ja, hat hier ein bisschen einen Cut, gell? Als hat er geboxt. Alex haben wir abgeholt. Er ist. Ja, Katzer. Für mich ist er schon ein Cut. Wir Frauen übertreiben da ja immer. Wir waren jetzt kurz im Mango. Da ist es nämlich im Sale alles und ich konnte nichts kaufen, weil Junior einfach so anstrengend war. Ich glaube, bevor Alex arbeiten geht, versuche ich nochmal reinzugehen und lasse Junior kurz bei Alex. Ich brauche eh nicht lange, ich finde sofort was, wenn ich was finden möchte und wenn mir was gefällt. Da ist das. Ah? Der Junior ist jetzt bei der Kamera. Junior, schauen. Oh, ey, so süß. Und Schuhe trägt er auch nicht gerne. Da ist der kleine Mann. Voll dreckig, guckt's mal. Alex. Und er sagt, das war Junior, genau. Junior steht drauf, wenn man sich thank you.
noch erzählen, morgen ist übrigens Juniors erster Probetag zum Kindergarten, also in der Krabbelstube ist er, und wir haben eigentlich noch voll Glück, dass wir noch Platz bekommen haben, und ich bin eigentlich irgendwie happy, aber irgendwie auch traurig, weil wir wollten halt im Junior schon reintun, bevor das neue Kind kommt. Das neue, das hört sich so wie ein Produkt an, mein neuer Schuh, na Spaß. Jedenfalls nicht, dass er dann eifersüchtig ist und dass er sich dann ausgeschlossen fühlt. Deswegen haben wir gedacht, vielleicht ist es eben gescheit, dass wir ihn schon vorher reintun. Ja, ich hoffe, das wird alles gut laufen. Was ich denke, das wird sicher so sein, weil Junior ist eigentlich ein Mensch, der sehr, sehr offen ist. Und wo wir letztens drüben waren, ist er eh nicht mehr weggegangen. Also von dem her, wisst ihr, was mich noch so verwirrt? Die Kamera da. Entweder schaue ich da rein oder ich schaue da rein. Das in meinem Bildschirm, aber der schaut auch komisch aus. Schlang, Schlang. Oh. Komm, komm, Schlang. Männer. Komm, Schlang. Oh. Drauftreten, komm. Tritt, tritt da drauf. Oh, Schatzi. So, wir sind jetzt wieder zu Hause und ich mache mir jetzt was zum Essen, denn ich habe Hunger und ich glaube, es wird nur Brot sein und mit Avocado, denn ich werde wahrscheinlich erst später Hühnerbrust mit Reis kochen für Alex und mich, und Brokkoli darf man nicht vergessen, denn ich muss mich ja jetzt viel, viel gesünder ernähren, da ich ja schwanger bin. Da sieht man auch schon ein bisschen der Bauch. Das ist so spannend. Ich sag euch, Junior ist in letzter Zeit zu anstrengend. Heute war mein Park und Alex hat ihn schon ausgepowert und trotzdem war er unterwegs einfach voll anstrengend. Also man wusste nicht, was er wollte. Er wusste es, glaube ich, selbst nicht. Und wir haben trotzdem versucht irgendwie, dass er ruhig bleibt und so. Aber heute war er echt, echt unruhig. Ach Gott, ich hoffe, das ist nur eine Phase, weil das ist schon mehrmals vorgekommen. Und manchmal steht er auch auf beim Kinderwagen und das ist super anstrengend. Da sind sie drinnen. Jetzt müssen wir noch warten, bis das alles geschmolzen ist, und dann kann ich sie essen. Ja, das Licht ist gerade echt, echt schlecht. Ich versuche jetzt gerade ein bisschen zu lernen, wie man eben Videos bearbeitet, weil ich möchte halt in diesem Video ein gutes Video rausbringen, was man auch gerne anschaut, und generell, ich möchte auch täglich Vlogs hochladen und ja, euch immer mitnehmen, so viel wie möglich, und da möchte ich einfach ein qualitatives Video haben, auch generell für Instagram oder sonstige Kanäle. Ich finde das einfach wichtig, denn sonst schaut man es auch nicht gerne an, habe ich bemerkt. Ja, beschäftige mich schon seit in der Früh damit. Junior schläft bereits. Schaut voll schlimm aus. Oh, aber ist mir jetzt egal. Er schläft schon und ist kurz wieder aufgewacht, bin wieder rübergerannt. Ja, ich schaue mir jetzt die ganzen Videos durch. Morgen werde ich es ausprobieren alles. Alex hat dann nämlich frei und ja, ich freue mich, das alles zu probieren. Ich hoffe, es ist nicht so schwer, schaut einfach aus als getan. Das sagt man ja so, oder? Und ja. Guck mal, wer wach geworden ist. Der Babuni. Der Junior. Der findet meinen Fuß so interessant, weil ich habe Nagellack oben und das ist so grell, blau. Und er schaut seinen Fuß an und meinen Fuß. Oh. Er ist so lieb. Immer wenn er aufsteht, fängt er an zu kuscheln. Gell, mein Schatz?
mein Süßer. Morgen geht's dann ab in die Krabbelstube, gell? Oh mein Gott.